Die CD ist eigentlich sehr vielfältig und es sind sehr viele verschiedene Stilrichtungen, würde ich sagen, drauf. Ein Song ist Englisch, ein paar sind Bayerisch, ein paar sind Hochdeutsch. Ein paar sind Proklamationen, ein paar sind direkt aus dem Herzen ganz persönliche Lieder der Anbetung. Manche drücken die Freude aus an Gott, manche drücken die Sehnsucht aus nach Gott. Und ich glaube, dass die CD eine breite Palette an Möglichkeiten bietet, wo man sich selber in seiner Anbetung vor Gott hineinversetzen kann. Als ich das Lied geschrieben habe, war das eine Zeit, in der es mir sehr, sehr wichtig war, Statements abzugeben in Lobpreisliedern. Der Song ist in erster Linie ein Statement. Er ist in erster Linie eine Proklamation mit den verschiedenen Facetten der Herrschaft Jesu. Die im Dunkeln sitzen, sehen das Licht der Völker. Es geht auf und macht die Nacht zum Tag. Und es ist ein Lied, wo man wirklich vor Augen geführt bekommt, wie stark Jesus ist, was Jesus drauf hat, was Jesus macht, welche Gewalt, welche Macht er hat. Und es geht in dem ganzen Lied immer nur um ihn. Ruft die Vaterlosen heim zu sich. Und es ist demnach auch eine Ermutigung für mich, weil ich von mir wegschaue, von meinen Problemen, von meinen Schwierigkeiten und weil ich hinschaue auf Jesus und sehe, er hat das Ganze in der Hand und er behält die Oberhand, was auch immer geschieht. Was nicht ist, rufst du hervor. Der prophetische Aspekt dieses Lieds ist einerseits die Tatsache, dass es aus einer biblischen Prophetie herstammt, aber andererseits ist der prophetische Aspekt, den spürt man sehr stark eigentlich im Refrain, wo es heißt, was nicht ist, ruft Gott hervor und was er mit seinem Wort ausspricht, das wird geschehen. Und des Treibers Stecken, der sie Knechtschaft lehrte, ist durch deine Macht Vergangenheit. Auch die Stiefel derer, die zum Schrecken stampften, sind ein Fraß des Feuers unseres Herrn. Und das Joch auf ihnen, das sie niederdrückte, brichst du mühelos entzwei. Was nicht ist, rufst du hervor. Das Lied ist, glaube ich, für manche Leute eine Herausforderung, weil der Text eben nicht so leicht über die Lippen fließt, wie das bei anderen Songs ist. Und ich glaube, dass es durchaus eben die Leute wachrüttelt, wenn sie selber das Lied singen
und sie sich wieder erinnern, dass der Schwerpunkt und Mittelpunkt ihres Glaubens die Kraft und die Herrschaft Gottes ist. Der Text, den man singt, ist eine Proklamation, eine Wahrheit nach der anderen. Gott ist Mensch geworden, bringt das Licht der Hoffnung, bahnt den Weg zurück ins Vaterhaus. Jesus ruft die Fernen, Jesus braucht die Nahen, er hört nicht auf, sein Königreich zu bauen. Denn auf seiner Schulter ruht allein die Herrschaft, Jesus war der starke Gott. Wunderrat, Friede Fürst, ewiger Vater, Gottes Held, gerechter total wichtig, andere Musiker einfach zu ermutigen, weil jeder Musiker oder Lobpreiser geht durch Höhen und Tiefen. Das ist eine ganz normale Sache. Aber ich glaube, es sind eigentlich zwei Sachen sehr wichtig und die hören sich auf Anhieb irgendwie sehr widersprüchlich an. Die eine Sache ist die, man muss irgendjemandem geistlich untergeordnet sein. Und das andere ist das, man muss dem treu sein, was Gott einem gegeben hat. Als Musiker musst du oder sollst du einfach in der Berufung drin sein, die Gott einem gegeben hat, und an dem dranbleiben und nicht irgendwo anders hin abschweifen, wo man meint, ach, das wäre eigentlich doch auch mal ganz nett, mal ganz was anderes und dieses und jenes. Man verzettelt sich so leicht.